Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Schöder und ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und komme aus Bremen. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie einfach es ist, so eine, ich nenne sie jetzt mal Wickelkarte, weil ich das hier aufgewickelt habe, zu machen geht. Ganz einfach, aber wieder ein bisschen was Besonderes. Innen ist sie einfach ganz normal, wenn sie dann aufgeht. Einfach nur zwei Stempelabdrücke und das war's. Und benutzt habe ich dafür aus dem Jahreskatalog einmal die Stempel, die richtige Seite nehmen, aus der Natur, diese Stempel hier. Hier findest du einmal den Text und auch meine Gräser, die ich gestempelt habe. Und dazu passt auch super das Designpapier, bezaubernd bedruckt. Und wie gesagt, das findest du alles im Jahreskatalog und ich finde, das harmoniert sehr schön zusammen. Gerne kannst du das natürlich auch alles über mich bestellen. Ich mach mal klar Schiff und dann sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich. Für mein heutiges Projekt habe ich hier ein Stückchen in Bermuda-Blau. In 29 mal 10,5 und bei 14,5 gefalzt. Dann habe ich einmal für innen ein Stückchen in Grundweiß in 14 mal 10. Für außen ein Stückchen von dem Designerpapier bezaubernd bedruckt in 14 mal 10 und noch ein Stückchen in Grundweiß, das ist so 13,8, das habe ich ein bisschen klar, also hier rum, 9,8 mal 13,8, also so 2 mm kleiner, weil man das dann besser dahinter kleben kann, fand ich so. Ja, und jetzt geht's los. Wichtig ist, dass du schaust, die Rolle soll ja nachher auf dieser Seite sein. Also musst du auf dieser Seite anfangen zu reißen. Und da gehe ich jetzt einfach mit dem Finger so rein und ziehe mir das hier so lang. Ich weiß, an sich streichelt man immer das Designerpapier, aber heute wird es mal zerrissen. Und jetzt hier auf der Seite das Gleiche. Nochmal lang reißen. Ein Stückchen. So. Jetzt nehme ich mein Falzbein, wenn es denn noch da wäre. Hier ist es. Und mache mir das schon mal ein bisschen geschmeidiger, das Papier. Dann brauche ich Blue Dots. Und was zum Aufwickeln. Da nehme ich so einen Schaschlikspieß, weil der schön fein und dünn ist und damit geht das echt super. Und jetzt fängst du einfach an und drehst dir das hier auf deinem Spieß oder was auch immer du hast auf. Anfang ist immer ein bisschen schwieriger, aber dann geht's. Jetzt so der Vorführeffekt. Beweg dich weiter. Gut, dann mache ich es erstmal so, ohne Spieß. Schön ist es wirklich, wenn du es ziemlich eng drehst, dann hast du nicht so einen dicken Wulst.
So soll das dann sein. Jetzt nehme ich mir hier ein Glue Dot. Ziehe das noch mal ein bisschen auf und klebe mir den dahin. Und da klebe ich mir noch einen hin. Gehe noch mal ein bisschen zurück. Und schon ist das fertig. Jetzt habe ich hier ja mein kleineres Stückchen Grundweiß, was wirklich hier nur so 2 mm kleiner ist, was nachher aber hier jetzt ganz genau rangeklebt wird. Du kannst das so machen, du musst es nicht. Ich mache das jetzt so. Ich kennzeichne mir hier einfach so ganz leicht mein Stempelfeld. Und dazu nehme ich auch passend dazu aus der Natur den Text Beste Wünsche. Und ich werde immer mal wieder gefragt, wie machst du denn die Aufkleber auf die Stempel? Also ich mache das so. Hier sind sie ja so zwei geteilt. Einmal die eine Hälfte runter. Einmal die zweite Hälfte runter. Und jetzt lege ich mir den da ganz genau drauf. Den ab und habe ihn hinten drauf. Jetzt entklebe ich den sozusagen einmal, weil sonst klebt der nachher extrem in der Box. Ein Acrylklotz. Meine Matte. Ich habe hier auch noch mal Bermuda Blau. So ein Vorabstempler. Wo haben wir denn ein bisschen Schmierpapier? Ich muss ja immer einmal vorher abstempeln. Ich weiß auch nicht, ist da auch so eine kleine Macke? Sehr schön. So hätte ich es gerne. Und stempel mir das hier ab. Radiere mir meine Markierung mal eben weg. Und klebe mir jetzt mein Gerissenes drauf. Und dafür nehme ich wieder meinen Flüssigkleber. Hier überall lang. Na. Und jetzt achte ich nur darauf, dass das hier genau abschließt. Jetzt kann das schon auf die Karte. Da kann ich mal eben ein bisschen schieben. Ist da so ein dicker? Ja. Innen mein Stückchen Grundweiß, das werde ich auch noch ein bisschen bestempeln, dann ist es nicht so nackig.
Da nehme ich doch mal. Was nehmen wir denn mal? Die Gräser hier. Ich habe hier gerade alles umgeräumt. Jetzt sind meine Stempelklötze noch nicht da, wo ich sie gerne wieder hätte. Muss man dann teilweise mal einen langen Arm machen. Jetzt sind wir einmal so hier, habe ich gedacht. Ja, super. Das ist ja schon mal nicht so schön geworden. Mal gut, dass wir zwei Seiten haben. Jetzt aber nochmal vernünftig. Sollte sich immer Zeit nehmen beim Stempeln. Das sieht doch besser aus. Und hier mache ich mir auch noch einen drin. Und das kommt jetzt in die Mitte der Karte. Richtig rum. Ja, heute ist nicht mein gerader Tag, machen wir schnell wieder zu. Und jetzt habe ich hier noch selbstklebende Funkelschmucksteine. Die findest du im Jahreskatalog. Ich dachte mir, so ein bisschen blink blink ist doch auch ganz hübsch. Man könnte hier jetzt auch noch eine Schleife machen oder was Ausgestanztes, aber ich wollte sie diesmal halt mal so ganz einfach halten. Ja, das war meine Karte für dich für heute. Wieder sehr, sehr einfach, aber es hat auch so einen kleinen Wow-Effekt. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Daumen hoch freut mich sowieso. Du kannst gerne die Glocke klicken, dann bekommst du immer eine Nachricht von YouTube oder vielmehr du siehst es auf YouTube, wenn ich ein neues Video erstellt habe. So ist das. Und ein Abo freut mich natürlich auch sehr. Bis zum nächsten Video. Eure Susanne Schöder. Tschüss.